Talea Prepens oder Beauty Sumua. Das sind die beiden mutmaßlichen Favoriten in diesem Lauf. Schauen noch einmal drauf. Ja, Beauty Sumua, die ist als einzige eine Elferzeit gelaufen im Halbfinale. 11,89 gab es da. Lili Böder dann 12,06 und Talea Prepens 12,15. Die konnte allerdings Kräfte sparen in ihrem Halbfinale, denn sie wusste, als Siegerin ihres Laufs ist sie mit dabei. Jetzt geht's aber um das Finale. Beauty Sumua auf der 4, Talea Prepens auf der 5. Das sind die beiden Favoritinnen und Beauty Sumua, die zieht da vorne auf der Band 4 und die grinst schon ein paar Meter von Zieleinlauf, denn sie weiß, sie ist die neue deutsche Jugendmeisterin. Beauty Sumua vom ASV Köln in 11,91.